Es ist jetzt kurz vor 4 und ich liege endlich im Bett. Und ich habe mein Wecker jetzt um 6 Uhr gestellt. Los geht's, Friends. Gute Nacht. Tut mir leid, dass es so dunkel ist. Oh mein Gott, was ist das? Alter, hier bin ich Shrek. Die Sonne war gerade beschäftigt auf der anderen Seite. Des Globus. Boah, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt aufstehen muss. Aber ich muss echt dringend pinkeln. Ich fick mein Leben. Mir hat heute noch meine beste Freundin geschrieben, gerade eben, jetzt in der Sekunde, dass sie nicht kommt, weil sie krank ist. Krank? Was ist das überhaupt für ein Wort? Krank. Bist ihr. Was vlogge ich denn dann? Wie ich alleine in der Ecke sitze, das wird ja ein witziger Vlog. Nein. Das ist eine schöne Aussicht. Tada. Vor allem tut sie so, als hätte sie Ebola, kommt den zweiten Tag nicht und lässt mich alleine. Hallo Hund. Dann mache ich jeden Morgen einen kurzen Stretch. Und wenn ich kurz sage, dann. Eigentlich auch kurz. Ich hasse meinen Hund. Jetzt bin ich in meinem riesigen Badezimmer. Ich wasche meine Fräse. So schön sehe ich dann aus. Irgendwie ist meine Haut extraordinär schlecht die letzten 2 Wochen. Deswegen benutze ich viel weniger Produkte. Weil ich glaube, das wirkt reproduktiv, wenn ich mehr Breakout habe. Deswegen lasse ich meine Haut eher in Ruhe chillen. Ich trinke jeden Morgen erstmal 400 Millionen Liter Wasser. Das mache ich jetzt. Guck so, alle wollen wieder was. Die beiden wollen es hier. Ein Trara von morgen. Und wir sind nur zu viert. Also mit meinem Hund zu viert. Nicht mal, wo er sein Wasser trinken kann. Stay hydrated, guys. Och man, spielt der Techno. Das ist fast jeden Morgen eine große. Mann, ich bin unfähig. Eine unfähige YouTuberin. Ich will einfach. Meine Ruhe. Erstmal mache ich meine Kontaktlinsen rein. Weil ich blind wie Scheiße bin. Tiefer Einblick in meine Augenhöhle. Und in meinen Schmerz. Des Lebens. Wisst ihr, das Problem ist, ich habe einfach keine Freunde in der Schule. Bis auf 4. Wenn es gut läuft. An einem guten Tag habe ich 4. Scheiße, ich hätte sie rauslassen sollen. So sehe ich die ganze Zeit aus. Jesus Christ. Rise and shine. Okay, jetzt macht diese Bitch hier sich eine Gesichtscreme rauf. Weil nichts anderes anscheinend ihrem fucking Gesicht taugt und sie direkt aussieht wie ein Vulkan. Meine Mom ist Kosmetikerin. So sehe ich aus. Hm, Mom? Wie erklärst du das meinen Zuschauern? Hauptsache Creme einklopfen. Das hat sie mir beigebracht. Mega Beauty-Guru. Frag mich nicht, warum. Hier sitzt so mir wieder eine komplette Vollidiotin. Meinem Gesicht rumklopfe. So, das war's dann auch. Jetzt gehe ich mir einen Kaffee machen, damit ich nicht sterbe, damit ich nicht komplett verrecke heute. Es ist dunkel.
Man ist ja gefragt, ob ich mich mit diesen Pickeln zeige. Shady. Kosmetička? Tvoja je surka tak blonda? Ah. Meine Schuld, ja. Könnte. Bisschen Ruhe, danke. So. Sie räumt so auf wie so. Ruhe! Aufhören! Ist es Hafermilch, Mama? Okay. Danke für die Antwort. Cappuccino? Yes, sir. Komm, ich tue so, als würde ich mir den selber machen. Ja, da mache ich mir meinen Haferbrei jeden Morgen. Hört man überhaupt irgendwas? Wir haben eine ultra leise, angenehme Kaffeemaschine. Könnt ihr mal jetzt ganz kurz auf meinen Instagram gucken, wie ich da aussehe, wie ich jetzt in diesem Moment aussehe? Bin ich direkt der gleiche Mensch? Ich packe hier noch Zucker rein, weil ich bin kein Unmensch und trinke den Kaffee ohne. So wie andere Menschen in diesem Haus. Ich habe keine Zeit, um mich nett und... Oh, es ist voll heiß. Zieh mir die... Perfekt. Mach Trara, bitte. Normalerweise schminke ich mich nicht wirklich zur Schule, sondern mache eigentlich fast gar nichts, weil ich wen, was will ich da drin? Es kostet mich viel Energie alles. Ne? Ich hatte gestern übrigens eine wilde, fabelhafte, wunderschöne Nacht. Es ist 2.36 Uhr. Ich kann die Uhr nicht lesen, es ist 2.42 Uhr. Und ich sah aus wie eine Serviette. Same. Morgen ist School um 8 Uhr. Ich habe jetzt mein Video fertig. Seit 17 Uhr. Mit Unterbrechungen, muss man dazu sagen. Oh mein Gott, ich mache es schlimmer als ich so aus. Das ist mein Schnupfen richtig eklig, nur dass ich einfach meine Rotztücher in die Kamera halte. Fuiuiui. So, aber jetzt werden erstmal noch schön Videos geguckt. Schulvideos. Meine Lippen sind auch so krass, die. Ah, oh, scheiß Dreckskacke, Mann. Wenn ich morgen, also wenn ich jetzt. Oh, ich kann nicht mehr reden. Ich weiß genau, wenn ich jetzt schlafen gehe, stehe ich morgen nicht früher auf, um noch die Sachen für die Schule zu machen. Deswegen muss ich es jetzt machen, solange ich noch wach bin. Ja. Ha. Ich sehe aus wie Gollum. Ich spüre, ich krieg genau da einen Pickel. Ich sehe die Sonne langsam aufgehen. Hätte es auch früher kommen können. So, jetzt habe ich mir irgendwas in meine Fresse geklatscht, was man ein Etwas nennen kann. Normalerweise höre ich noch Musik. Aber ich will ja nicht, dass die GEMA mich hops nimmt. Für dieses mit MP3-Player aufgenommene Video. Mit wem werde ich reden in der Schule heute? Ich habe 3 Pausen, die ich verbringen muss. Was zieh mir an? Nonnenkostüm, damit ich beliebt bin bei den Lehrern. Ich glaube, da bräuchte ich einen Tarnanzug. Okay, ich zieh mich jetzt um. Hör auf. Da guckt die nicht zu. So, also, das ist das Outfit. So zu spät. Das ist jeden Morgen so. Von daher, Frühstück habe ich nie zu essen. Deswegen packe ich es in den Kühlschrank. Und es ist irgendwann anders. Wahrscheinlich morgen früh. Manchmal wünsche ich mir, dass mich ein Auto anfährt, während ich zur Schule laufe. Nicht so tötet, nur so LKW drüber, sondern so an. Ein bisschen so. Versteht ihr? So ein cooles Video. Ja, ich weiß, die Jacke passt nicht wirklich zum Outfit, aber haben wir die Energie, um eine andere zu holen? Haben wir die Zeit, um eine andere zu holen? Nein!
Junge, das ist ein Elefant, Alter. Eigentlich sollte ich von der Krankenkasse oder von der Schule irgendwie so Geld bekommen. Die Schuhe werden's. Ich bin so zu spät. Nicht angehopst von einem Auto. Ich mag es hier. Lecker. Meine zweite Freundin kommt. Ja. Wie war's? Wirklich? Zufrieden. Dreh einen Schulblock. Dreh einen Schulblock. Es ist bisher so unglaublich spannend und aufregend. Ja. Also bisher saß ich hier die ganze Zeit alleine eigentlich in meinem Blog. Ja. Habt ihr, seht ihr, sie hat auch gesagt, die sind unfreundlich. Das ist in meinem Schulwerk nämlich die Leute sehen, dass ich eine Freundin mehr habe als eine Freundin. Das ist eine der wenigen Personen, mit denen ich rede. Und Bella, findest du dich hier rot an der Schule? Schwierig. Besser als Geschichte. Mein bester Freund. Macht meiner auch. Deiner auch? Er hasst mich. Er hasst mich. Weißt du, was er wirklich sagt? Was er sagt? Ja, ich weiß. Ja, ich. Ja, zusammen. So was sagt er über mich. Jedenfalls sehr nette Leute. Und viele Leute haben über uns auch ein fantastisches Bild. Ein gutes. Aber das Gute ist, wir haben uns zusammengetan. Ist nicht so. Das hassen uns wirklich viele. Aber wir wissen nicht wieso, weil eigentlich haben wir niemandem was getan. Eigentlich sind wir wirklich nette Menschen. Sie ist wirklich nett so. Sie auch. Kurze Anweisung für die Vollidioten, die nicht wissen, wie man eine Spüle bedient. Nehmt ihr euren Finger, wenn ihr keinen Bock habt, das anzufassen, macht ihr einfach den hier. Und pressen. Einfacher wird's nicht. Manche Leute haben keine Spülen, sondern Plumpsklos. Die haben Scheiße. Nutzt das Ding, nutzt das Premium-Ding da. Für jeden, der nach euch reinkommt und in Ruhe pinkeln will. Ohne sich vor eurem Pipi zu erschrecken oder vor Schlimmerem. Wir haben es geschafft! Juhu! Ich muss mich einfach wiederholen. Das ist, glaube ich, das Klügste, was ich in meinem ganzen Leben je gesagt habe. Jeder Tag mehr in der Schule ist ein Tag weniger in der Schule. Amen. Strich kahler Scheiß, was soll ich sagen? Damit habe ich mich mein ganzes Leben motiviert. Ach Leute, wir kriegen es hin. Wir schaffen das, okay? Das gönne ich mir erstmal einen Kaffee, Newton. Und dann geht's an die Arbeit. Los geht's. Falls ihr keine Hobbys habt und nichts Besseres zu tun habt, dann könnt ihr auch einen Daumen hoch für dieses Video geben oder mich abonnieren. Wenn ich seid ihr Kackgesichter. Spaß, Mann.